Ja, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier auf Monsterland TV bei No One Survived. Nachdem wir das gestern überstanden haben, versorgen wir uns erstmal ein bisschen. Wir müssen Proteine, also Essen auf jeden Fall. Motivation kriegen wir wahrscheinlich auch durch Schlafen. Wir müssen erstmal nach Essen schauen, ob da noch überhaupt was drin ist. Nehmt das mal mit. Wir nehmen das mal mit. Einfach mal das alles, was so länger schon ist, ne? So, was kurz davor ist. Das auch noch. Einfach mal durchgucken. Strom müssten wir ja haben. Da drüben läuft. Und zwar dementsprechend. So, die können wir schon mal kochen. Jetzt können wir mal kochen. Und die Eier gehen durch. Genau, dann werden wir uns heute mal die neuen Waffen angucken. Mal gucken, also die neuen Fallen angucken. Zumindest die eine, was wir schon machen können. Bin ich mal sehr gespannt. So, gekochtes Ei. Das ist verbrannt. Ja, wahrscheinlich, weil das schon schlecht war, ne? Weil es schon alles rot war. Oder weil ich alles zusammen hatte. Weiß ich nicht genau. Hier gibt es Proteine, die konsumieren. Geht da überhaupt was da oben? Ah, doch, die Proteine, genau. Okay. Sollen wir mal schauen, ob wir das andere noch hinbekommen. Gelb ist auch noch okay, glaube ich dann. Und das Gelbe wenigstens schon mal mitnehmen. Was wir da jetzt rauskriegen. Und dann koche ich das auch mal einzeln. Das nicht da rein. Und hier. Aber hier Stahl, Stahl, Stahl. Okay. Die Maschine. Wieder ein bisschen hoch, sehr gut. Das hier unten, das waschen, ne? Ich glaube, wir haben noch nicht Frühling. Ne. Und der arbeitet fleißig. Wie viel haben wir noch drin? Okay, ist drin. Wir können hier uns waschen. Und das Gewächshaus, ah, das möchte ich gerne mal gucken. Das gucken wir jetzt mal direkt, wo es das ist. Das haben wir ja schon erforscht, müsste also hier sein. Das ist so groß, okay. Erkennen wir auch einen Eingang? Ah, das scheint der Eingang zu sein. Ist das auf einer Plattform oder? Vielleicht muss es auf eine Plattformsgalerie sein. Aber es ist schon größer als gedacht, ne? Das ist schon mal schön. Da kommen dann die rein, die halten dann auch länger. Okay. Aber jetzt, wie gesagt, und wie auch die Thumbnails prophezeit, wir kümmern uns mal um die neuen. Das ist die neuen Fallen, ne? Hier drüben. Eisenbachen, Eisenbachen, Eisenbachen. Das heißt, das sieht ganz so aus, als ob wir den Hammer weglegen müssen. Diesen haben wir aber auch schon gut runtergewirtschaftet, würde ich sagen. Aber das ist allein Stahl braucht. Jeweils immer drei Bachen, ne? Das geht halt super schnell. Flammenwerferbrauch.
Elektrotechnik auf 4, okay. So, und dann bauen wir den auch mit dem Bauhammer. Ich würde die jetzt erstmal hier reinstellen, ne? Wo wir sagen können, okay, wir gucken uns da mal um Einrichtung. Dann machen wir hier elektronisches Netz. Das ist ja die Frage, was brauchen wir dafür? Das ist jetzt mal hier der Außenbereich, aber dann haben wir hier die. Sieht also richtig nice aus, finde ich. Dann haben wir hier nochmal die Spikes. Die kennen wir auch schon aus dem einen oder anderen Survival-Spiel. So, jetzt gucken wir mal. Hier brauchen wir Motor, Eisenbarren, Eisensperre. 5 Eisensperren, boah. Kabel auch. Einfache Teile. Okay. Empfindliche Teile, Eisenbahn, Kabel, Motor. Das heißt, hier muss noch einiges gesucht werden. Gerade die Kabel sind natürlich noch begrenzt. Und dann müssen die auch an dem Stromnetz natürlich angeschlossen sein. Ja. Von daher bin ich echt gespannt, wie die dann funktionieren, was die bei der Welle verursachen. Man nimmt natürlich in der Regel nicht die Base, wo drin man gerade ist. Ne? Also, ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, eins würde ich gerne noch gucken. Also Gewächshaus ist eigentlich so das naheliegendste, was wir gerade brauchen. Ja, Fundamentböden, aber da geht auch auf Boden angeblich. Da geht es vielleicht nur da nicht. Mal gucken, wir haben ja hier einen Ausgang. Etwas gerade oder so vielleicht. Wie breit könnte das dann sein? Das ist wahrscheinlich mal auf 3 tippen mal. Mal 2, ne? Daher. Ja, so. 1, 2. Ja, mal gucken. Ich weiß es nicht, ob das jetzt da drauf muss oder nicht. Da war es grün. Das ist jetzt genau falsch rum. Das sind natürlich die Türen, wo wir in die Richtung haben. Genau drauf, ne? Da hinten vielleicht noch nicht. So, dann können wir hier Struktur. Dann geht man hier schön rein. Ja, das können wir bauen. Das heißt, wir sind dann gewappnet für den Frühling auf jeden Fall. Und das brauchen wir dann hierfür. Boah, ist ja auch einfache Teile. Gummi, Glas, empfindliche Teile. Da ist auch noch einiges zu bauen. Man hofft einfach nicht. Ich mache jetzt mal weg. Wir haben drin 2 Stück. Wir die wieder, ja. Hier war noch nichts drin. Und was können wir die neu aufstellen? Ich denke auch die hier sollen weg dann. Die werden dann schön reinkommen.
Karten. Ja, da bin ich mal gespannt. Da werden wir wohl den einen oder anderen Livestream noch benötigen. Haltung war hier oben. So. Haben wir hier vorne die ganzen Planken. Da haben wir auch noch. Stahl hatten wir eigentlich gebraucht. Nähmaschine. Den machen wir wohl noch hier den, ne? Eigentlich. Da brauchst du noch Elektrotechnik. Ja, und das Buch hatten wir noch nicht, ne? Ja. Noch nicht. Hoppen. Die Mühe. Hier ziehen. Maschine. Sachen liegen runter. Jetzt können wir hoffentlich mit dem Bogen, das wäre so nice, wenn wir den noch finden. Ich würde gerne den Bogen, aber wer hätte das nicht? Da brauchen wir den Metallbogen. Ne? So, jetzt erstmal gucken. Jetzt haben wir, glaube ich, Strom. Ich bin also mit Ästen und mit. Das können wir erstmal wieder abreißen. Ich weiß nicht, ob wir zur nächsten Horde das machen, aber dann werden wir auf jeden Fall mal so mal. Keine Äste da, ist schön. War so gut versorgt von allen. Und hier haben wir noch, genau, die nehmen wir auch mal hier raus. So, hier einlegen, dafür haben wir das. Da haben wir leider nur noch eins von. Muss ich noch einen Bogen herstellen, aber da nicht. Wie ist da drin? Ja. Es kommt zumindest was rein, ne? Auch wenn wir unterwegs sind, es läuft da weiter rein. Draußen auffüllen gehen. Minus 12 Grad und minus 39 Grad zum war. Also Charakter, dicke Haut, gut lernfähig und erhöhte Tragfähigkeit. Stärke plus 10. Ja. Durchfallgefahr. Das noch hier reinschmeißen. Vielleicht müssen wir davon noch einbauen irgendwann, aber ich hoffe, dass die PV-Anlage irgendwann mit dazu kommt. Im Frühling auf jeden Fall, dann wenn schönes Wetter ist. Das auf jeden Fall. Die Tricher haben wir noch einen einstecken. Wir haben das Auto auch noch nicht leer gemacht. Man muss da jetzt mal mit durch. Jetzt glaube ich auch noch jede Menge, weiß ich nicht, aber.
auf jeden Fall wieder rein. Wenden so Batterien. Motoren. Die wollte ich eigentlich alle weggeben, ne? Aber wohin? Und das ist nur gefüllt wieder. Der, ne? Ja. Leer. Hier haben wir ein bisschen Kleidung drin. Runtergewirtschaftet. Hier haben wir schon selbst gebaut, deswegen sind die ganz okay. Hier übrigens über den Button könnt ihr ein Auto wieder auf den Kopf stellen etc. Ne? Das heißt, dann stellt er sich wieder auf die Beine und hierüber wird repariert. 85%. Okay. Jetzt sind eigentlich den hier. Okay. So, hier haben wir noch Essen. Kleine Stücke Verband. Die Taschen hatte ich schon leer gemacht. Das weiß aber nicht, ob das vor dem war oder nach dem Set. Auf jeden Fall noch gut, wobei im Sommer brauchen wir auch T-Shirts, ne? Gut, Zimt hier. Warum sind noch so viel hier stritten? Wir haben das doch. Das kann auch mal raus, da können wir nämlich mit der 6. Unser Messer. Dagegen können wir Honig machen. Ach, ne. Jetzt mache ich hier mit rein so lang. Strom. Deswegen dauert das auch so lange. Wer ist noch? Passt alles. Ja, haben heute mal ein bisschen uns angeschaut, was wir Neues machen können. Und dementsprechend, dass alles vonstatten geht. Wir haben jetzt auch hier. Okay, es kommt ein bisschen was rein, also schon mal gut. Wir möchten hier jetzt auch diesen Bohrer, ne? Bauen müssen. 10 empfindliche Teile. Und dafür brauchen wir jetzt mal 4 Aluminium, Kupfer, Eisen, 4 Stahl, was kann ich noch sehen?
Oh, 5 von denen. Silber. Aluminium. Oh. Essen haben wir hinten, glaube ich, noch. Dann können wir, glaube ich, die empfindlichen bauen. Müssen wir mal gucken. Glaube ich, die hier bauen, ne? Und mal 3 raus, das heißt, wir haben 15 danach. Das ist ja 16. Und damit können wir dann den Brunnen. Natürlich richtig teuer. Wie gesagt, ich werde jetzt keinen Spritter reinpacken. Ich will auch keine haben. Jetzt haben wir das. Jetzt ist Strom wieder leer wahrscheinlich. Ne? Ja, leer nicht, aber wahrscheinlich nicht mehr genug für den kompletten Vorgang. Einmal bräuchten wir auf jeden Fall noch. Ja, die 3 werden auch noch ausgetauscht haben. Moment, theoretisch reichen die erstmal. Danach können wir das anschmeißen. Gut, dass wir die Stahlhacken halt nicht selber, dass wir die hatten, dass die gefunden wurden. Na komm. Gucken wir uns gleich noch an. So, nehme ich 3 Stück davon. Ein Strom, okay.
Heißt, wir können beim nächsten Mal dies anstoßen. Sind wir jetzt auch schon mal gut eingedeckt. Und ja, das war die Folge für heute. Wir müssen ja nicht jedes Mal 40 Minuten machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind, wie gesagt, ganz gut aufgestellt. Sind weiter am Entwickeln. Das Gewächshaus wird uns wahrscheinlich gut voranbringen. Dann haben wir ja auch hier den Wasserspender. Das war drin. Den. Wer ist der hier? Spülbecken? Wasseraufbereiter bauen können. Dann gibt es ja auch die neuen Waffen jetzt still und heimlich als Update. Und beziehungsweise die neuen Fallen. Und ich glaube, wir kommen auch ganz gut voran. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig den Daumen da, wenn ihr neu da seid. Das Abo und die Glocke würde mich sehr freuen. Und wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.